Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Mass Effect Andromeda. Und als allererstes ganz kurz eine klitzekleine Ankündigung in eigener Sache. Ich bin wieder da. Es tut mir total leid, dass jetzt in den letzten Tagen tatsächlich auch ein paar Folgen auf dem Kanal ausgefallen sind, aber es ging einfach überhaupt nicht. Ja, Fieber, keine Stimme mehr, nur noch am Bölstern. Als ich die anderen Folgen gemacht habe, die wir Anfang letzter Woche hatten, habe ich ja gedacht, das Schlimmste habe ich hinter mir. Ja, da habe ich ehrlich gesagt ein ganz kleines bisschen falsch gedacht, aber jetzt bin ich wieder da, jetzt geht es wieder. Ich bin noch nicht 100% fit, aber so, ja, ich sag mal so um die 90% oder so. Also ich habe zwischendurch noch Husten, muss ab und zu so ein bisschen schniefen. Aber im Großen und Ganzen bin ich jetzt doch schon wieder der Alte. Und von daher gehe ich davon aus, dass das mit den Folgen auf dem Kanal jetzt von heute an wieder ganz normal weiterlaufen sollte. Ich war schon überlegen mit dem Wochenendprojekt, mit den Sonntagsprojekten, ne? Also mit Darkest Dungeon, Grim Tales und The Sexy Brutal, ob ich das eventuell im Laufe der Woche so nach und nach nachliefere, quasi als Bonusfolgen unter der Woche. Weil ich finde es immer schade, wenn diese wöchentlichen Sachen ausfallen, aber da muss ich erstmal drüber nachdenken. So, was machen wir heute? Wir machen heute Erkundungstour. Und ich habe mir überlegt, dass wir als allererstes die neuen Systeme ansteuern. Wo wir das ganze alte Zeug machen. Hallo kleine Spinne, was machst du denn hier? Es sind ja gar nicht so unglaublich viele und dann haben wir das schon mal weg und können uns dann auf die Quests konzentrieren. Das finde ich besser als andersrum. Also starten wir einfach mal. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung und wenn nicht, dann könnt ihr ja die heutige Folge überspringen. Denn ich bin relativ zuversichtlich, dass wir diese Erkundungstour schon fast nicht mehr auf unseren Sternenkarten. Wenn man bedenkt, womit ihre Forscher zu kämpfen hatten, haben sie es ziemlich weit geschafft. In der heutigen Folge dann hier auch abgeschlossen wird. Haben wir hier eine Anomalie? Nee, anscheinend nicht. Dann fangen wir einfach mal links an. Ich persönlich finde diesen Teil immer ausgesprochen interessant, wenn wir irgendwelche neuen Welten erforschen oder irgendwelche Sachen auch erfahren, auch wenn uns das teilweise gar nicht gezeigt wird. Einfach die Fantasie so ein bisschen anregen, sich vorstellen, wie es unten auf diesem Planeten aussieht. Ich weiß nicht, mir macht das Spaß. Anomalie geortet. So, Pass 48. Die Magnetosphäre von Pass 48 wird von spektakulären Lichterscheinungen durchzogen. Die Oberfläche ist erträglich, temperiert und mineralienreich. Nur der Mangel an flüssigem Wasser macht den Planeten zur Kolonisierung ungeeignet. Das zum Beispiel schon mal. Allein dieser beschreibende Text, sich das im Kopf einfach vorzustellen, wie geil das aussehen muss, ja? Ah, okay. Die Anomalie ist ein einfaches Ressourcenvorkommen. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Ein großes Metallvorkommen. Kupfer ist ein Halbedelmetall, dessen hohe Leitfähigkeit es für viele Zwecke verwendbar macht. So, okay, was haben wir noch? Pass 24, das nächste Ziel. Das ist doch auch wieder eine Anomalie da, oder? Ich empfange etwas. Jo. Okay. So, Pass 24. Die heiße Oberfläche von Pass 24 besteht hauptsächlich aus Magnesium mit erwähnenswerten Natriumvorkommen. Aufgrund der Geografie müsste es auf dem Planeten früher Ozeane gegeben haben. Wie das möglich sein soll, ist unbekannt. Schicke Sonde aus. Anomalie gefunden. Diese ungewöhnliche Schlucht ist lang und tief. Hunderte von kleinen Höhlen führen in die Erde.
Die Schlucht mag zwar natürlich sein, aber erklären lässt sich ihre Existenz derzeit nicht. Mysteriös. Ich stehe auf mysteriös. Da haben wir eine Welt, die sogar einen eigenen Namen hat. Cool. Sonderlich oft wird diese Erforschungs- und Scan-Episoden aber auch im Rahmen dieses Let's Plays nicht mehr geben. Ein Großteil von Andromeda ist ja inzwischen tatsächlich bereits kartografiert. Mokalam. Mokalam ist ein kleiner Gasriese am Rande des Sojourn-Systems und ideal für Schiffe, um Helium-3 nachzufüllen und die statische Aufladung ihrer Antriebe zu entladen. Kommt noch was mit Namen? Also, beziehungsweise, was heißt mit Namen? Das ist so ein ganz kleines bisschen irreführend, weil einen Namen haben die ja alle, obwohl man in manchen Fällen ja tatsächlich eher von einer Bezeichnung sprechen kann, aber ich glaube, ihr versteht schon ganz gut, wie ich das meine. Pass 21. Pass 21 weist mit seiner geringen Gravitation, der silbrigen Färbung und den extrem hohen Tagestemperaturen eine entfernte Ähnlichkeit mit dem Mond der Erde auf. Die Debatte, welchen Namen der Planet erhalten soll, wird bestimmt mit harten Bandagen geführt werden. Luna! Was? Ja, von mir aus auch Artemis. Ich frage mich, wie viele Zuschauer den tatsächlich gerade verstanden haben. Phenodam. Es gibt auf Phenodam zahlreiche ergiebige Uranvorkommen und der Planet gehört zu den wenigen in diesem System, den die Angara erkundet haben. Mit dem Abbau haben sie allerdings noch nicht begonnen. Tja, selber schuld. Dann machen wir das jetzt. So, wo geht's weiter? Da drüben sind noch drei Systeme. Hier ist noch eins. Dann machen wir erstmal das hier. Das sieht so mitten in der Geißel aus. Die Geißel ist doch da unten vertreten, oder? Bin ja gespannt, wie viel Prozent von Andromeda... Es ist ziemlich abgelegen. Ich frage mich, welchen Blick auf die Milchstraße man wohl hier draußen hätte. Ich frage mich, wie viel Prozent von Andromeda wir tatsächlich erforscht haben, wenn wir jetzt diese Systeme hier wieder fertig haben. Da. Sonde unterwegs. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Dann starten wir doch mal damit. Dieser riesige Asteroid hat die Größe eines kleinen Mondes. Er wäre eine perfekte Basis für künftige Forschungs- und Bergbauexpeditionen im Asteroidengürtel. Anomalie auf den Sensoren. Noch eine? Ach ja, da, ich sehe sie. Sonde unterwegs. Interessant. Noch ein Asteroid. Ich habe etwas gefunden. In diesem System hört man die Sterne flüstern. Auf diesem Asteroiden sind Fragmente von Relikttechnologie vergraben. Sie wurde jahrhundertelang nicht benutzt und ist kaum noch zu erkennen. Anomalie geortet. Alter. Da ist noch eine hier. Da. Sonde gestartet. Empfange Daten vom Asteroidengürtel. Ein Raumschiffwrack haben wir auch noch hier draußen.
Ich finde es total spannend. Ich weiß, es ist nicht für jeden was und einige finden das scheiße langweilig, aber ich finde das total spannend und interessant, mir hier die Planeten anzugucken und zu gucken, was wir hier alles so an Anomalien finden und mir zusammenzureimen, was hier eventuell passiert sein könnte, und ich finde das total cool. Es scheint sich um das Wrack eines Cat-Landungsschiffs zu handeln. Vielleicht haben sie in dem Asteroidengürtel Relikttechnologie gesucht. So, jetzt haben wir es aber, ne? Und fliegen wir mal weiter. Biloon. Biloon ist nach einem frühen angaranischen Entdecker benannt, der auf seiner Oberfläche verstarb. Der felsigen Welt wird von den Angara stiller Respekt entgegengebracht. Ich finde, das sind auch immer ganz nette Portionchen hier mit dem Erforschen und auch mit dem Scannen der Planeten. Nicht so diese erschlagenden, kilometerlangen Texte, die wir im ersten Mass Effect hatten. Ja, also das sind tatsächlich hier, gerade noch so verwinden, das sich alles tatsächlich auch mal durchzulesen. Vauge. Die Untersuchungen von der Milchstraße aus ließen vermuten, dass es auf Vauge direkt unter der Oberfläche reichhaltige Mineralienvorkommen gibt. Bei näherer Betrachtung hat sich das als falsch erwiesen. Tja. Wie sagt man so schön? Versuch macht klug, nicht? Gareth. Unter der schweren Argonatmosphäre des Planeten liegen unterirdische Teiche, in denen mikrobiologische Lebensformen gedeihen. Und zum Abschluss. Pass 31. Ozeane aus gefrorenem Ammoniak dominieren die Oberfläche von Pass 31 und an den Rändern uralter Krater türmen sich eisige Berge auf. So, ein weiteres System ist abgeschlossen. Dann geht's jetzt als nächstes nach Darhiga. Sie haben dieses System nach einer batarianischen Pionierin benannt, ihrer ersten Astronautin. Es ist gut, sich an diese Dinge zu erinnern. Ich empfange etwas. Als allererstes empfange Daten vom Asteroidengürtel. Eine Anomalie, und zwar tatsächlich nicht einfach irgendeine Anomalie, es ist das Signal eines anderen Schiffes. Dieses Aufklärungsschiff der Cat scheint nach einem Triebwerksausfall im Asteroidengürtel aufgegeben worden zu sein. Sein zielloses Dahintreiben zwischen den Asteroiden hat erhebliche Schäden verursacht, aber einiges lässt sich vielleicht noch bergen. Ach ja, auf der anderen Seite sind diese Erkundungsfolgen hier, von denen wir höchstwahrscheinlich ja tatsächlich nicht mehr so viele haben werden,
Das sind immer die Folgen, wo ich irgendwann am ehesten da sitze und nicht mehr weiß, worüber ich denn jetzt überhaupt noch sprechen soll. Und dann spreche ich darüber, dass ich nicht weiß, worüber ich sprechen soll. Das ist ein bisschen traurig. J-Graf. Irgendwann in den letzten 100 Jahren wurde J-Graf von einem sehr großen oder sehr schnellen Objekt, natürlich oder künstlich, getroffen, das seinen Mantel aufgebrochen und eine bis heute anhaltende Abfolge von Erdbeben ausgelöst hat. Ob das die Massenbeschleunigerwaffe aus Mass Effect 3 war? Wahrscheinlich eher nicht, weil die wird sich auch nicht sehr viel schneller fortbewegt haben als wir. Das wird jetzt hier in den nächsten Jahren irgendwo einschlagen. Anomalie geortet. H505. H505 wurde bei ersten Erkundungen aufgrund von reflektierenden Objekten im Asteroidengürtel von Dahegan nicht entdeckt und ist eine Eiswelt mit einer Krypton-Stickstoff-Atmosphäre, der wir wahrscheinlich einen Sturm untersuchen dürfen. Ja, wo denn jetzt? Da. Schicke Sonde aus. Wir haben einen Krater. Dies ist der größte mehrerer Einschlagskrater, was die Vermutung nahelegt, dass H505 vor langer Zeit von einem Trümmerschwarm, möglicherweise von dem Asteroidengürtel, getroffen wurde. Entschuldigung. Das dauert alles doch ein ganz kleines bisschen länger als antizipiert. Ich mag das Wort, aber ich finde es auch unglaublich schwer, es auszusprechen. Ich bin ja schon wieder halb durch die Folge durch. Wir haben noch drei Systeme vor uns. Aber das machen wir auf jeden Fall fertig. Negral. Negrals drückende Atmosphäre ist toxisch. Und ihre Dichte macht Scans schwierig. Die Ringe des Planeten scheinen relativ neu zu sein. Möglicherweise eine Auswirkung der Geißel. Ich finde das auch immer total schön anzusehen, hier die Animationen, wenn wir von Ort zu Ort fliegen. Ist schön gemacht, dauert nicht zu lange, ja, aber man hat was, ja, einfach was Schönes zu ansehen, das gefällt mir. Dinesh. Die äußere Schicht der Kruste von Dinesh besteht aus Kobalt und Nickel. Scans lassen vermuten, dass der Planet tektonisch weitaus weniger stabil ist, als es den Anschein hat. Machen wir mit Kindrax weiter. Kindrax. Wo könnte der Name herstammen? Klingt fast wie Watcher. Keine Ahnung. Ich habe die Theorien von Kindrax studiert. Ein echter turianischer Aeronaut. Er hat als erster den Ozean in einem Ballon überquert. Auf Palavan? Mutig, es gibt dort kaum Stellen, die weich genug für eine Landung sind. Anomalie auf den Sensoren. Da unten. Ah ja, hier haben wir wieder... Sonde aus. Die... Orte die Überreste eines Schiffes. Äußeren Ranken der Geißel hier. Was das wohl für ein Schiff ist, ob das wieder Cat war? Dieser Reliktjäger scheint in eine Ranke der Geißel geraten und vollständig in Stücke gerissen worden zu sein. Okay. Ich finde das ja ausgesprochen interessant, dass die Relikte auch Jäger und Transporter und alles haben. Man würde nicht rein theoretisch ein Architekt reichen, der von Planet zu Planet fliegt und dann immer das, was gerade gebraucht wird, da vor Ort produziert? Ich dachte, dazu sind die da. Mendradym. Die Geißel hat den Großteil der Atmosphäre von Mendradym mitgerissen und starke Gewitterstürme darüber und verwüstetes Ödland darunter zurückgelassen. Auf der Oberfläche finden sich nur noch Spuren von pflanzlichem Leben. Ich bin auch echt gespannt, ob wir noch erfahren, wo die Geißel herkommt, wie die entstanden ist.
Weil die Geißel ist ja mehr oder weniger auch dafür verantwortlich, warum wir hier so wenig Spezies treffen. Weil sind da tatsächlich nur die Angara, die Cat und die Relikte. Und die Relikte, da bin ich mir nicht mal sicher, ob wir die tatsächlich als Spezies bezeichnen können. Weil die sich mehr wie Werkzeuge verhalten. Nicht so wie die Geth. Die Geth sind dann tatsächliche Spezies. So, H202. Alter, wo ist die Anomalie? Hier. Ah, da. So, okay. H202 erhielt von seinem Erkundungsteam den Spitznamen Prachtstück. Die Oberfläche besteht hauptsächlich aus Zinn und Bor. In den Ringen finden sich Spuren von organischem Leben. Sie könnten sich aus einem zerstörten Mond gebildet haben. Schicke Sonde aus. Erhalte Scandaten. Raumschiffwrack. Diese Trümmer scheinen von einem Shuttle der Initiative zu stammen. Einzelteile leistungsstarker Scanner treiben zwischen Bruchstücken der Hülle dahin. Wer hätte das gedacht? H073. Ständige Vulkanaktivitäten bringen Magma an die Oberfläche von H073, wo sie in der glühenden Hitze langsam aushärtet. Der Name von der Welt, die wir jetzt anfliegen, klingt irgendwie interessant. Sie wird nicht interessant sein, aber der Name klingt auf jeden Fall interessant. Mehr kann ich dazu gerade noch nicht sagen. Tunharaset. Auf dem Planeten gibt es Spuren von Relikt- und Cat-Technologie, verborgen durch die Verzerrungseffekte der nahen Geißel. Falls es hier einmal etwas gab, wurde es seitdem fortgeschafft. So, zwei Systeme noch, ne? Und da oben funkeln dann immer noch welche. Oh Mann. Also nicht für eine jetzige Erforschung, aber für irgendwas Späteres dann nochmal. Ich denke, mindestens einmal wird das noch kommen, vielleicht sogar zweimal. Dass wir hier Sternensysteme kartografieren müssen. Das Licht an der Seite dieses Clusters ist völlig anders. Vielleicht absorbiert die Geißel bestimmte Wellenlängen. Gibt sie eigentlich jemals irgendwas zurück? Anomalie geortet. Die hab ich auch schon gesehen. Erhalte Scandaten. Das sind immer so super spannende Folgen. Wie gesagt, mir gefällt es, ich finde es interessant, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das für den einen oder anderen Zuschauer gerade sterbenslangweilig ist. Dieser gewaltige Asteroid wird eindeutig von Verbanden als Zwischenhalt benutzt. Ein kleiner leerer Versorgungsposten und eine Andockstation wurden in den Fels hineingebaut. H028. Die nahezu ständige Bombardierung mit Meteoriten aus dem nahegelegenen Asteroidengürtel perforiert die Oberfläche von H028. Die dabei entstehenden Staubwolken sind das einzig echte Wetterphänomen des Planeten. Nein, nee, da erstmal.
Ich empfange etwas. Grill. Grill wurde von einem Verbannten mit einem ungewöhnlichen Sinn für Humor entdeckt, denn er erhielt seinen Namen wegen seiner extrem heißen metallischen Oberfläche und wurde für künftige Bergbauvorhaben markiert. Hä? Oh, da muss man wieder ganz genau zielen hier. Schicke Sonde aus. Erhalte Scandaten. Der Lavafluss aus diesem Vulkan hat einen unbemannten Beobachtungsposten der Verbannten zerstört und dessen Ausrüstung verstreut und begraben. Na, wenn ich so auf die Uhr gucke, dann kommen wir ja zeitlich tatsächlich fast hin. Ja, es passt leider nicht ganz mit der halben Stunde, da bin ich mir relativ sicher. Aber wir werden jetzt auch nicht so mega überziehen. Ephaia. Dank des ungewöhnlichen Orbits und der Achsenneigung werden die meisten der 56 Stunden jedes Tages auf Ephaia von Schneestürmen und heulenden Winden beherrscht. Ich habe gerade eine Spinne auf dem Bildschirm lang. Hi. Na du Kleine? Spinnen sind total faszinierend, finde ich. Auch total unheimlich und teilweise richtig eklig, diese großen haarigen Viecher, ja, aber gleichzeitig auch irgendwo faszinierend. Asiak. Asiaks dichte Atmosphäre aus Kohlendioxid und Argon weist Merkmale einer Verzerrung durch die Geißel auf, obwohl im aktuellen Orbit des Planeten keine Geißelranken registriert werden können. Dafür registrieren wir da was anderes. Orte die Überreste eines Schiffes. Dieser CAT-Satellit verarbeitet Daten über die Atmosphäre von Asiak, obwohl er von den Stürmen des Planeten schwer beschädigt wurde. Und gab uns ein paar Helios-Forschungsdaten. So, ein letztes System haben wir noch, dann sind wir fertig für heute, Leute. Das ist eines der abgelegensten Systeme des Clusters. Wir sind am äußeren Rand. Aufregend, nicht wahr? Okay, irgendwie sieht das auch total interessant aus. So mit der Geißel im Hintergrund und die rötliche Färbung hier. H061. Die Orbitalgeschwindigkeit von H061 verringert sich, wenn der Planet an Ranken der Geißel vorbeifliegt, was die Gesamtumlaufzeit so radikal verändert, dass sie sich nicht mehr berechnen lässt. Na, diese Welt hier, die hat jetzt auch einen schönen Namen. Blutender Rubin. Blutender erhielt seinen Namen von einem Exilanten mit Hang zur Poesie. Seine Ringe und die tektonische Instabilität sind das Ergebnis eines einzigen Asteroideneinschlags, der sich vor weniger als 100 Jahren ereignet hat. Anomalie geortet. Kotkobora.
Anders als der nahegelegene blutende Rubin scheint Kot Kobora schon seit Jahrtausenden von vulkanischen Aktivitäten geprägt zu sein. Die dadurch freigesetzten Gase durchziehen die Atmosphäre. Und wenn wir hier wieder irgendwo einen Vulkan scannen können, wa? Oh nee, ein Mineralienvorkommen. Sonde gestartet. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Ein perfektes Metall für leichte Bauteile mit zahlreichen Anwendungen. Dieses Vorkommen ist leicht zu erreichen. Meep, was ist Beryllium? Was? Zwei Welten noch, Leute. Ihr habt es fast geschafft. Zwei Welten noch. Dann seid ihr für heute erlöst. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich es schon mal total toll finde, dass ihr hier tatsächlich bis zum Ende der Folge mit mir durchgehalten habt. Hm? Ihr seid wahre Fans. Nograqua. Nograqua ist eine windige Eiswüste, die nach einer mythischen Strafkolonie der Asari benannt ist. Selbst mit Schutzausrüstung kann hier niemand lange überleben. Und die letzte Welt ist... eine, die wieder nur eine Buchstabenkombination hat. Ein bisschen schade eigentlich. H329. Die Geißel hat den Großteil der Atmosphäre von H329 weggerissen, sodass der Planet keine Wärme mehr speichern kann. Seine Ozeane aus flüssigem Stickstoff sind jetzt komplett zugefroren. Und das war's für heute, Leute. So, wir haben jetzt 75% des Helios-Clusters erforscht. Ja, ich meine, gut, hier, da wird noch ein System kommen. Da links sind noch ein, zwei Pünktchen. Hier so zwischendrin sind noch welche. Da oben auch. Also ja, so ein paar Systeme zum Scannen werden noch kommen. Aber für den Augenblick sind wir erstmal fertig. Das war Mass Effect Andromeda für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn wir uns tatsächlich dann wieder daran machen werden, die eine oder andere Quest hier auf den diversen Planeten abzuarbeiten. Auf Aya erwartet uns was. Auf Eos erwartet uns was, auf Haval erwartet uns was, auf Eladen erwartet uns was. Die Nexus, die werden wir diesmal tatsächlich sogar als letztes ansteuern. Mal wieder, weil auf der Nexus ja dann tatsächlich auch unsere Hauptquest weitergeht. Ja, irgendwie so die einzigen Welten, wo wir gerade nicht so wirklich einen Grund haben, die tatsächlich ansteuern zu müssen, aber der entweder noch kommt oder wir werden auf jeden Fall trotzdem mal gucken. Das sind Kadara und Eiswelt, Volt, genau, Volt hieß das Ding. Ja, auf die anderen Welten müssen wir questbedingt auf jeden Fall gehen. Aber jetzt habe ich echt genug geschwafelt, jetzt machen wir Tschüss für heute. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.